Hi Freunde, Myrelox hier. Wir sind wieder hier mit einem neuen One Piece Video und im heutigen Video sprechen wir über 7 Teufelsfrüchte, die in der nahen Zukunft von One Piece erwachen könnten. Dabei geht es um Teufelsfrüchte aller Art, sprich Logia, Paramecia und Zoan Teufelsfrüchte und einfach kurz darum, warum diese Teufelsfrucht bald erwachen könnte, wie das Ganze aussehen könnte und ja, welche Charaktere generell betroffen sind. Grundsätzlich muss man dazu aber sagen, nicht jeder Charakter wird seine Teufelsfrucht jetzt direkt erwachen. Einige haben es vielleicht auch schon erwacht und man wird es jetzt bald erst sehen, weil die Charaktere relativ selten auftreten. Das Video mache ich zusammen mit dem One Piece Theoretiker. Auf seinem Kanal ist heute auch ein Video online gekommen. Deswegen schaut auf jeden Fall in die Beschreibung. Dort ist sein Video verlinkt. Da haben wir auch nochmal ein sehr interessantes Thema rund um Charaktere aufgegriffen, die unterschätzt werden. Und eine kleine Sache noch vorab, und zwar Marco und Justus Kid, die beide sehr gute Kandidaten für dieses Video wären, sind nicht mit in dem Video, weil ich beide schon einzeln behandelt habe, weil beide eine so interessante Thematik mit sich bringt, dass die auf jeden Fall ein eigenes Video verdient haben. Und deswegen habe ich zu beiden ein einzelnes Video gemacht und hier sind halt wirklich gesammelte Charaktere, wo man ein bisschen differenzierter darüber sprechen kann. Also kommen wir auch zum ersten Charakter. Der erste Charakter ist Sabo und Sabo ist natürlich schon relativ speziell, muss man sagen. Er hat die Feuerfrucht von Ace gegessen, beziehungsweise er hat die Feuerfrucht gegessen, die vorher Ace hatte. Das Erwachen bei Logia-Früchten ist sowieso ein Thema für sich, denn die genaue Beschreibung kennen wir nicht. Bei Logia-Früchten wissen wir am wenigsten zum Erwachen, denn bei Zoan-Kräften wurde das Ganze schon thematisiert durch Impel Down und durch vielleicht einzelne Fähigkeiten von mystischen Zoan-Kräften. Bei Paramecia-Früchten kennen wir das sehr gut durch Doflamingo und durch Katakuri, aber bei Logia-Kräften gibt es nur eine Vermutung, in welche Richtung es gehen könnte, und zwar durch Akainu und Kusan, die auf Pankasa das Klima der Insel permanent beeinflusst haben. So war eine Seite komplett vereist, eine Seite war komplett in Feuer und Magma gehüllt oder sehr, sehr heiß, und diese permanente Beeinflussung des Klimas lässt sich auf die Logia-Früchte zurückführen. Was für ein Erwachen spricht denn es beeinflusst die Umgebung in direktem Sinne. Wenn man das Ganze auf Sabo überträgt, müsste es einen ungefähr ähnlichen Effekt haben wie bei Akainu, aber man muss einfach sagen, es würde sehr, sehr gut passen von der Szenerie, denn Sabo hat halt dieselbe Frucht wie Ace und ein Ace hat vor den Timeskip schon sehr, sehr viele Fähigkeiten auf Marineford und auch davor schon präsentiert, sodass ein Sabo natürlich all das irgendwann irgendwie auch noch toppen muss, zumal er auch mehr Kombinationsmöglichkeiten mit seinen Drachentechniken und mit dem Haki hat, und all das in Kombination sollte hoffentlich zu ein Erwachen führen, denn Sabo wird natürlich als Nummer 2 der Revos auch noch im späteren Verlauf, auch wenn die News natürlich nicht danach aussehen, aber auch im späteren Verlauf noch eine wichtige Rolle in kämpferischen Sinne spielen, und deswegen könnte man sein Erwachen sehen. Es könnte vielleicht auch schon geschehen sein, denn man darf auch nicht vergessen, dass er einen Kampf gegen Green Bull und Fujitora hatte, und Kampf gegen die Admirale könnte ein Erwachen natürlich sehr, sehr gut möglich sein, denn schließlich hat auch Kusan und auch Akainu im Kampf gegen einen Admiral die Frucht erwacht, also oder erweckt, könnte man sagen. Ja, und wenn das da der Fall ist, könnte bei Sabo auch zeitnah hier quasi ein Erwachen stattfinden. Ein offensichtlicher Charakter, wo wir auch wirklich, da kann ich wirklich meine Hand ins Feuer legen, ist einfach Monkey D. Ruffy, unser Protagonist. Dass er seine Teufelsfrucht erweckt, macht einfach Sinn. Also anders kann es gar nicht laufen in One Piece, denn es wurde angeteased schon mit Doflamingo. Schon damals, Impel Down, wurde es von Crocodile erwähnt, das Erwachen einer Teufelsfrucht und so. Natürlich noch nicht so speziell jetzt im Training mit Rayleigh oder so, wurde darüber noch nicht richtig geredet, aber es ist halt noch ein Power-Up, was Ruffy offen ist. Und wenn er Piratenkönig werden will, was er auch werden will, muss er alle Register ziehen. Das bedeutet, jedes Power-Up muss irgendwie irgendwann benutzt werden. Natürlich hat er jetzt noch Gouken gelernt, diese eine neue Haki-Technik, die er jetzt wahrscheinlich gegen Kaido einsetzt. Da hat er schon gesagt, das ist wahrscheinlich die einzige Fähigkeit, die er machen könnte, die irgendetwas gegen Kaido aussetzen kann. Hat er gelernt, da wird wahrscheinlich eine neue Gearform kommen. Aber irgendwann kommt er einfach nicht drum herum, die Gum-Gum-Frucht zu erwecken. Ich kann es mir sogar vorstellen, dass es vielleicht auf Onigashima passiert oder eventuell muss ihm das wirklich jemand beibringen. Was aber auch komisch ist, denn es ist eigentlich so individuell, es müsste theoretisch der Vorbesitzer der Gum-Gum-Frucht ihm das beibringen, wenn denn dieser Vorbesitzer schon diese Frucht erweckt hat. Was natürlich paradox ist, denn der muss ja tot sein, wenn Ruffy die Frucht hat. Deswegen eigentlich muss jeder Teufelsfruchtnutzer das selber für sich lernen und selber für sich herausfinden. Die Frage ist nur, wann und wie wird das kommen? Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt. Aber Ruffy ist ja wohl obvious, dass er seine Teufelsfrucht erwecken wird. Und wie das Ganze aussieht, steht dann auch noch im Raum. Doflamingo hatte nun mal die Fähigkeit dann, dass die Umgebung und die Gebäude und alles zu Fäden wurden. Und bei Ruffy kann ich mir das so ähnlich vorstellen, dass die Umgebung zu Gummi wird, okay. Ich kann mir auch vorstellen, dass es was bezüglich seines Körpers noch beeinflusst. Also, dass er vielleicht noch elastischer wird oder zum Riesen wird oder sowas. Ich kann mir sowas durchaus vorstellen, dass jetzt nicht die Umgebung zu Gummi wird. Das wäre ein bisschen lame, wirklich, um ehrlich zu sein. Eine andere coole Option wäre so, wenn er das Gummi, was dann in der Umgebung wäre, kontrollieren könnte. Sprich, auch Fäuste oder so aus dem Boden kommen lassen, Fäuste aus irgendwelchen Wänden kommen lassen. Das wäre noch eine coole Option, aber im Großen und Ganzen wünsche ich mir, dass das Erwachen der Gum-Gum-Frucht auch mit Ruffy und seiner Transformation, mit seinem Körper irgendwas zu tun hat, dass er eine neue Gearform erreicht.
Gesicht und das denn das Erwachen ist. Das würde ich mir am meisten wünschen. Der nächste Charakter, den ich euch vorstellen möchte, ist Basil Hawkins. Und Basil Hawkins ist auch wieder sehr spezieller Natur. Er ist aktuell im Wano Kuni-Geschehen mit vertreten und hatte auch schon die ein oder andere kämpferische Auseinandersetzung gehabt, unter anderem auch mit Ruffy und Zoro, aber auch im aktuelleren Verlauf wurde er nochmal kurz hops genommen. Das heißt, man erwartet eigentlich nicht mehr so viel von Basil Hawkins. Er ist halt einer der Headliner, der ein größeres Risiko birgt oder der eine größere Gefahr darstellt. Aber meiner Meinung nach kann man schon davon ausgehen, dass Basil Hawkins noch eine Trumpfkarte, und das im wahrsten Sinne des Wortes, in der Tasche hat. Das Ganze wurde sogar ganz kurz mal angeteasert von den ganzen Kartenfähigkeiten, die wir von Basil Hawkins kennen. Und wenn eine weitere Karte da drinne ist, könnte das vielleicht in die Richtung des Erwachens gehen. Es ist aber einer der Charaktere, der unwahrscheinlicher ist als die anderen in dieser Liste, wie ich finde. Aber Basil Hawkins ist trotzdem eine Option, denn diese Trumpfkarten oder generell die Kartenfähigkeiten sind halt sehr, sehr speziell, sodass man auch davon ausgehen kann, dass ein reines Erwachen der Teufelsfrucht sich nicht so auswirken wird wie bei Katakuri oder wie bei Doflamingo oder zumindest nicht direkt in diese Richtung geht. Natürlich könnte man es machen, Stroh überall und beeinflusst die Umgebung und bla bla bla. Könnte man machen, aber durch diese Kartenvielfalt bietet es auch noch die Möglichkeit für eine andere Form des Erwachens. Die Frage ist, ob man einen Headliner nochmal ein so krasses Power-Up in diesen Arc schon geben möchte oder ob man Basil Hawkins überhaupt nochmal in einen späteren Arc thematisiert. Deswegen, es ist relativ unwahrscheinlich, aber nicht unmöglich und ich finde, er hat trotzdem einen verdienten Platz in dieser Liste. Ein weiterer Charakter, den wahrscheinlich nicht mehr viele auf dem Zettel haben, wenn man ihn in Verbindung mit dem Erwecken der Teufelskraft erwähnt, ist Enel. Das impliziert natürlich erstmal, dass er wieder von seiner Mondreise zurückgekommen sein muss und dann noch einen starken Gegner haben muss, gegen den er kämpft, oder Mentor, der ihm noch irgendwas beibringt, weil er hat ja wirklich eine der wichtigsten Teufelskräfte in ganz One Piece, so ein Hauptelement, eine Logia-Frucht, und es ist gar nicht so unrealistisch, dass er eventuell seine Frucht schon erweckt hat. Denn es gibt eine Theorie, dass er zum Beispiel auf der Insel Raijin, wo es ja Blitze hagelt, dass er derjenige ist, der da einen Kampf hatte oder irgendwie seine Teufelsfrucht so stark benutzt hat, dass die Insel einfach für immer verändert wurde. Genau wie bei Punk Hazard mit Feuer und Eis, wo Kusan oder Kaino gekämpft haben und die Gezeiten sich dort auch für immer verändert haben, das Klima ist für immer verändert. So ist das auch auf Raijin passiert, auf der einen Insel, wo es Blitze hagelt. Ist natürlich nur eine Theorie, das würde ja auch schon bedeuten, dass er seine Frucht erweckt hat. Und sollte das nicht passieren, er ist nun mal wirklich, was die Frucht angeht, einer der relevantesten Charaktere. Natürlich ist er jetzt nicht mehr im Geschehen, aber sollte er kommen, kann ich es mir durchaus vorstellen. Und dann müsste er natürlich noch einen Gegner haben, der komplett ihn alles abverlangt, wo er überhaupt die Chance kriegt, seine Frucht zu erwecken. Und wie das Ganze aussieht. Ich glaube auch, dass die Umgebung dann einfach so doll elektrisierend ist. Also, dass es wirklich Blitze hagelt, dass Gewitterwolken über ihn sind und so. So stelle ich mir das Erwachen von seiner Frucht vor. Kommen wir auch zum nächsten Charakter. Der nächste Charakter auf der Liste ist Magellan, Impel-Down-Wärter oder ehemaliger Anführer der Impel-Down-Wärter, der eine sehr, sehr krasse Stärke mit sich bringt. Er war im Impel-Down-Arc wohl die Instanz, die nicht überwunden werden konnte. Obwohl er sehr, sehr viele Gegner hatte, hat es keiner geschafft, Magellan wirklich zu besiegen. Sie haben lediglich Zeit rausgeholt oder wurden von Magellan besiegt, Ruffy wurde besiegt, Blackbeard wurde besiegt, all das ist sehr, sehr krass. Trotzdem wird Magellan vielleicht sogar auch ein bisschen unterschätzt, das ist vielleicht ein kleiner Teaser für das Video, was beim One Piece Theoretiker ist, denn er wird halt oft als Comedy-Element mitgenutzt. Ja, dann kommen seine giftigen Dämpfe aus seinem Körper raus und es ist so ein bisschen die leichte Szenerie, auch mit Boa Hancock, die ihn so ein bisschen verarscht hat oder an der Nase herumgeführt hat. All das wirkt Magellan, ja, oder bringt ihn in eine schwächere Position, wo er eigentlich ist, denn er ist sehr, sehr mächtig und sollte er im späteren Verlauf nochmal ein Auftreten haben, was extrem wahrscheinlich ist durch die Thematik rund um Doflamingo, könnte ich mir ein Erwachen vorstellen, denn der Impel-Down-Ausbruch, der hat ihn sehr, sehr stark geprägt. Ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass er extrem viel in die Richtung seiner Teufelsfrucht gemacht hat. Kurz vor Ende des Impel-Down-Arcs ist es vielleicht auch schon mal in so eine kleine Richtung gegangen, wie das Ganze aussehen könnte. Und wenn er das weiter ausgebaut hat, halte ich ein Erwachen von Magellans Teufelsfrucht für extrem wahrscheinlich und könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen und wäre auch extrem mächtig. Das heißt, Magellan ist auf jeden Fall eine Option. Bei jemandem jetzt im Onigashima-Arc ist es sehr wahrscheinlich, dass er auch seine Frucht erweckt, und zwar Trafalgar Law. Warum? Ich kann mir vorstellen, dass diese Operation der ewigen Jugend, was Doflamingo angeteased hatte, die einem ja wohl ewiges Leben irgendwie schenken soll und die nur der OP-OP-Nomi-Nutzer vollführen kann, dass diese Operation eventuell schon das Erwachen ist und einem die Unsterblichkeit gibt. Die Frage ist, in welcher Form Unsterblichkeit? Ist das in Form von nicht mehr älter werden, also dem natürlichen Tode entrennen, oder ist es wirklich übernatürliche Unsterblichkeit und nichts kann einem irgendwie mehr was anhaben? Das wäre natürlich absolut krank. Und dann ist die Frage, gibt es vielleicht unsterbliche Charaktere in der One-Piece-Welt, wie die Gorosei,
Im-Sama oder vielleicht sogar doch Kaido, die vielleicht mal unsterblich gemacht wurden und man vielleicht wieder mit der Operation der ewigen Jugend, also wieder mit dem Erwachen, jetzt das rückgängig machen kann. Es gibt halt nur einen Haken: wenn Law diese Operation durchführt, verliert er sein Leben. Das ist der Tausch. Und deswegen ist natürlich das Erwachen, wenn man das denn so sieht, dann ist es der Tod für Law. Weil, ich stelle euch jetzt mal die Frage, wie stellt ihr euch das Erwachen der OP-OP-Nomie denn vor? Dass die ganze Umgebung zum Room wird? Das bezweifle ich, denn Law hat ja schon mehr oder weniger ganz Prankhasab mit einem Room durchgeschlitzt. Oder der ganze Planet denn der Room oder was. Also, das stelle ich mir ein bisschen komisch vor, deswegen glaube ich auch, dass es bei Paramecia-Früchten mit dem Erwachen immer ein bisschen individuell ist und dass man nicht sagen kann, es wird immer die Umgebung davon beeinflusst, sondern es gibt auch spezielle Fähigkeiten für halt individuelle Früchte. Ob das überhaupt passiert mit Law und so, das steht natürlich noch im Raum, aber ich kann es mir vorstellen, dass es vielleicht sogar jetzt im Wano Kuni-Arc zum Finale rausgeht und es da vielleicht sogar dazu dem Erwachen der OP-Opinomie-Frucht kommt. Zu guter Letzt kommen wir zu dem Charakter, der auch auf der Thumbnail vertreten ist, und zwar Blackbeard. Blackbeard ist extrem interessant vom Erwachen. Und zwar geht es hier eigentlich nicht um das Erwachen der Finsternisfrucht. Man könnte natürlich über beide Früchte reden und beide werden auch sehr speziell, da die Finsternisfrucht als Logia-Frucht sowieso schon extrem speziell ist, da sie sich von allen anderen Logia-Früchten unterscheidet. Aber mir geht es eher um die Bebenfrucht, also die Frucht, die er von Whitebeard geklaut hat. Denn Whitebeard hatte auf Marineford seine Teufelsfrucht höchstwahrscheinlich schon erwacht. Und wenn man in die Richtung geht, was Blackbeard gesagt hat, nachdem er die Frucht geklaut hat, war das nämlich, dass diese Teufelsfrucht enorm schwer zu kontrollieren ist. Er konnte zwar schon, ich sag mal, den Signature Move von Whitebeard auspacken, aber wenn man jetzt schaut, er hat einen Schlag gemacht, der ein Beben erzeugt, das auf der einen Seite, er hat quasi dieses Fingerziehen gemacht, was Whitebeard auch gemacht hat, aber wenn man mal schaut, was Whitebeard noch gerissen hat, gerade am Anfang von Marineford, wo er mit zwei Schlägen in entfernter Richtung ein Seebeben ausgelöst hat, was dann wiederum ein Tsunami ausgelöst hat von beiden Seiten, dann geht das schon sehr, sehr stark in eine Richtung, die Blackbeard nicht erreichen konnte zum damaligen Zeitpunkt. Wir wissen aber, dass er immer weiter seine Teufelsfrucht nutzt. So hat er auch im aktuellen Stand quasi, wo wir ihn das letzte Mal gesehen haben, auch kurz die Bebenfrucht nochmal genutzt. Und man kann eigentlich schon davon ausgehen, dass er diese Kontrolle, die er auf Marineford angesprochen hat, die er noch nicht hat, dass er diese Kontrolle inzwischen beherrscht oder die Kontrolle erlangt hat, wo man vielleicht auch in eine Richtung des Erwachens gehen könnte. Und das wird natürlich auch Blackbeard direkt in die oberste Liga katapultieren und ihn natürlich auch für einen finalen Gegner ausweisen. Sprich, am Ende müsste Ruffy quasi jemanden gegenübertreten, der mit seiner Finsternisfrucht sowieso schon Teufelsfrüchte unbrauchbar machen kann und quasi auch den Stand erreicht hat, den Whitebeard mit seiner Teufelsfrucht erreicht hat. Also enorm mächtig und halte ich für sehr, sehr wahrscheinlich. Lasst aber auf jeden Fall eure Meinung in die Kommentare da, was ihr von der ganzen Thematik haltet. Wie stellt ihr euch das Erwachen der einzelnen Charaktere vor? Ich bedanke mich fürs Zuschauen, möchte an der Stelle auch nochmal sagen, dass das jetzt erstmal das letzte Teufelsfrucht-Video war. Ich möchte jetzt generell erstmal ein paar allgemeinere Thematiken, die nicht auf Teufelsfrüchte basieren, machen. Aber es kommt auch nochmal vielleicht ein Teufelsfrucht-Video, wo es generell ums Erwachen geht, alles, was man dazu weiß und so. Das allerdings erst im späteren Verlauf. Und dann geht es auch weiter mit den Teufelsfrucht-Analysen. Wenn ihr darauf Bock habt, gerne ein Like und einen Kommentar da lassen. Aber das soweit dazu. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch noch einen super schönen Tag, Leute. Haut rein. Ciao.